Und weiter geht es mit einer besonders knusprigen Folge von The Front. Heute werden wir schauen, dass wir heute mal jemanden auskundschaften, den wir raiden werden. Bevor ich aber runter zum Helikopter gehe, ist mir gerade noch eingefallen. Oh, ich brauche was zu essen. Ah, das ist nicht gut. Mein ganzes Essen ist vergammelt. Weil ich jetzt einen Tag nicht gespielt habe und ja. Ich glaube, ich sollte ganz schnell erstmal Fleisch holen. In der Zeit kann ich mal ganz kurz... Wo mache ich nochmal das Fernglas? Ich habe vergessen. Ich brauche ein Fernglas, um zu schauen, wann die PvP-Zeiten natürlich sind. Ich brauche hier Silizium und Eisen. Na gut. Davon haben wir doch genügend da, Leute. Ich mache einfach mal 100 rein. Ich habe eh sehr viel. Also, um Ressourcen brauche ich mich, glaube ich, erstmal gar nicht mehr kümmern. Warte mal. Ich habe doch Silizium. Ja, komm, nehmen wir auch mal 100 hier raus. Und rein damit. Wo ist mein... Was mache ich denn da? So. Hatte kurz einen Denkfehler. Ich glaube, ich nehme es direkt mit und brate mir dann draußen was, ne, unterwegs. Ich glaube, das wäre die beste Lösung. Werfe ich mal den Müll hier raus. Ja, weil eigentlich müsste ich das einsortieren. Komm, ich hau das jetzt erstmal da rein. Was soll's. Gut. Ja, auf jeden Fall muss ich gleich schauen, dass ich dringend an was zu essen rankomme. Aber das Schöne, ich habe direkt Tiere hier vor. Ah, und ich habe vergessen, wieder Benzin reinzuhauen. Das soll ich nochmal kurz machen. Also, ich würde sagen, ich habe... Oh, ja. Ich hau das mal eben hier rein. Mach nochmal neues Benzin. Das hier werde ich für den Heli benutzen. Weil es wäre schon ganz gut, wenn die Produktion trotzdem weiterläuft. Auch wenn ich jetzt hier auf dem Server wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein werde. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auf einen offiziellen Server starten, weil ich glaube, hier geht einfach ein bisschen zu wenig ab. Und ich kann meine Festung leider nicht weiter ausbauen. Wie gesagt, wegen keinen Geschütztürmen mehr, die ich aufstellen darf. Aber wir werden hier ein bisschen noch spielen. Einfach, um zu sehen, was ich noch so schönes raiden kann. Und ja, vielleicht ein bisschen ausprobieren. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Quatsch, warum bin ich hier hoch? Ich wollte gar nicht hier hoch. Denkfehler. Ich muss hier an die Generatoren. Ich muss mal gleich gucken, wie lange die dann laufen. 20 Stunden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall später noch mal ein bisschen was reinwerfen. Ich muss gleich mal schauen, wie es eigentlich oben aussieht. Okay, sind alle an. Habe ich oben auch noch genug Benzin? Oh no. Oh no. Das heißt, die Verteidigung wäre gar nicht aktiv. Nee, 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 nee. Das geht so nicht. Ich muss, ganz schnell. Ja. Ich muss eigentlich Windkraft anschließen, ne? Das wäre am besten. Windkraft und mit Batterien arbeiten. Ich nehme das erstmal. Da wird ja jetzt so oder so produziert. So. 20. Zack, zack. Das sollte ja erstmal für ein paar Stunden ausreichen. Das Gute ist, dass ja eh noch PvP-Schutz aktiv ist. Ich würde sagen, dass ich das Ganze dann noch erstmal auslasse. Und dann erst wirklich anschließe, wenn es vonnöten ist. Also anmache, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich total vergessen, Leute. Nix gut, nix gut. Wie lange wird es laufen? Ja, steht da jetzt nicht. Egal, das sehen wir später. Und die hier... Warum laufen die nicht voll? Warum dauert das denn so lange? Das ist schon ziemlich seltsam. Ich habe oben mehrere Solaranlagen angebaut. Also Solar werde ich auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr benutzen. Da bin ich so ein bisschen enttäuscht von. Aber gut. Das kann man höchstens für was kann man es benutzen? Keine Ahnung. Solar lohnt sich ja überhaupt nicht, Leute. Solar ist total... Schrott. Naja, egal. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen was zu mampfen. Onkel Ray. Je. Hä? Warum ist denn hier ein Tier tot? Onkel Ray geht eine Runde jagen. Hä? Wo ist denn hier ein. Oder war hier ein Spieler unterwegs? Weiß ich nicht. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam alles. Naja, okay, ich brauche jetzt ganz schnell einmal
Ein Lagerfeuer. So. Ein paar Steinchen. Das reicht schon. In der Zeit haue ich mir mal kurz die Beeren hier rein. Wunderbar. Und dann kümmern wir uns jetzt auf jeden Fall gleich um den guten alten Heli. Obwohl, ich kann es eigentlich direkt oben reinhauen. Dann brauche ich eigentlich kein neues Lagerfeuer hinstellen. Na gut. Aber, ja. Wie gesagt, es lohnt sich halt nur noch zu raiden in meinen Augen. Aber ich brauche jetzt mehr Benzin. Ich will nicht hinterher in der Luft abstürzen. Wisst ihr was? Ich baue das einfach jetzt mal eben hier hin. So, es passt schon. Wie viel habe ich denn hier ready? 48, das ist echt wenig, ne? Oder ich werde das einmal kurz eben so machen. Wo habe ich den... Guck mal, den Buggy brauche ich jetzt eh nicht. Ich kann ja kurz Benzin vom Buggy rausnehmen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr was und dann nehme ich noch mal ein bisschen vom Panzer raus. Das brauchen wir da eh gerade nicht drin. Ups, das wollte ich gar nicht machen. So. Ja, wir können ja eigentlich so stehen lassen. Dann ist direkt griffbereit. Wo ist denn der Panzer? Ah, den habe ich jetzt oben. Ja, super. Meisterleistung mal wieder. So. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwo eine Base entdecken, die wir gut raiden könnten. Ja, jetzt habe ich 86 Benzin. Ich hoffe, das reicht. Sonst mache ich erstmal einen kleinen Rundflug. Ich kann schon mal reingehen. Was ich noch ganz gerne schauen wollte. Was für Munition gehört hier eigentlich rein? Mittlere. So. Zack. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht, Leute. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen zu fliegen. Aber schade auch mit den Türmen, ne, dass die Geschütze mir weggenommen wurden. Das wäre so geil. Schaut euch die mal von oben an. Einfach nur krass. Naja, ich meine, ich hatte mir hier hinten eh markiert. Ich glaube, da hinten irgendwo unten war eine feindliche Base. Ich hoffe irgendwie, dass das jetzt nicht so laut ist, weil ich rede irgendwie automatisch laut, als ob ich gerade im Heli drin bin. Naja. Wir schauen mal. Alright. Mayday, mayday. I don't see a base here. Maybe we fly more to the west. Maybe we check this other area. Okay, ich glaube, hier ist keine Base. Wieder another. Wo sind die ganzen Halunken? Also ich hatte mir hier auf jeden Fall eine Base markiert. Ich sehe aber nichts mehr. Ich weiß nämlich, dass sie aus Holz war. Ich dachte mir, ah, vielleicht wird da irgendwann mal eine dicke Base stehen, aber no. Ich hoffe echt nur, dass mein Benzin ausreicht, ne? Würde mal ganz gerne schauen. Ja, gut. Soweit ganz gut. Bis jetzt ist hier eine tote Hose, ne? Aber ich habe gesehen, Spieler sind online. Und wenn man jetzt auch hier schaut, ne, also Team. Also es gibt schon sehr viele Teams. Ich werde mal raus. Danke. Naja. Ich bin ein wenig verwirrt. Wo sind die denn alle? Hinten kann ich jetzt nicht sofort was erkennen. Ich weiß, ob ich auf die Insel fliegen soll. Ich denke aber nicht. Muss auf jeden Fall ein bisschen auskundschaften. Und schön mein Auge offen halten. Dann fliege ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Richtung Wüste. Schaue, ob bis dahin irgendwas ist. Wenn nicht, dann werde ich irgendwie schon, dass ich so ein bisschen in die Mitte der Map fliege. Ich denke, da habe ich vielleicht irgendwie
bisschen bessere Chancen, irgendwas zu finden. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Ich will nicht zu tief fliegen. Aber schon geil, mit dem Heli zu fliegen, muss man schon sagen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Leben das Ding eigentlich hat. Muss ich auch mal schauen und schauen, ob ich irgendwie auch da Rüstung für drauf klatschen kann. Das wäre nicht schlecht. Ein bisschen Schutz könnte nicht schaden. Hier ist auch gar nichts, ne? Ich sehe nichts. Oh, 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 warum ruckelt es hier? Was ist hier los? Ich kann nichts erkennen, Leute. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier, ich würde sagen, wir machen mal so eine Runde. So einen halben. Ich denke, wir werden bestimmt so im Landesinneren fündig werden. Wenn nicht, dann sind die im Schneegebiet alle, oder? Das kann nicht sein. Wo sind denn... Guck mal, wie viele Teams hier sind. Das kann nicht sein, dass alle Spieler hier weg sind, ne? Wo sind die denn alle? Unterirdisch geht ja nicht. Also sich in einen Berg reinbauen oder so. Deswegen, das wundert mich echt gerade. Ziemlich seltsam, Leute. Sehr, sehr seltsam. Ich meine, fliegen wir mal ein Stückchen höher. Ich will einmal kurz hier rumschauen. In die Richtung fliege. Ah, nee, oder? Weiß es nicht. Wenn ich da lang fliegen würde, ja, das Gebiet ist halt sehr riesig, ne? Ich fliege mal hier entlang. Muss halt nur aufpassen, nicht, dass ich dann hinterher abgeschossen werde und der Heli weg ist. Das wäre sehr ärgerlich. Und vor allem, was auch sehr ärgerlich wäre. Ah, ich habe das Fleisch nicht mitgenommen. Ich mache mal eine kleine Runde erstmal. Ich sehe gerade meinen Hunger. Ich habe es total vergessen, Leute. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Was ist denn hier los? Warum finde ich hier nichts? Sind das traurig, Leute? Ich will eine Map haben voller fette Basen. Und dass mich auch jemand raiden will, weil schaut mal, ich habe jetzt echt vergessen, Benzin reinzuhauen. Weil ich jetzt, hier nicht drin war. Und ich wurde nicht angegriffen, ne? Also man hätte mich eigentlich ohne Probleme raiden können. Ganz easy. Na gut. Würde ich sagen. Da hinten habe ich auch ein E markiert. Achso, ne, was ist das? Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Wir sollten in die Richtung fliegen. Ich glaube, da geht es Richtung Base, ne? Fliegen mal ein bisschen noch hier rüber. Kann ich eigentlich auf diesem UFO landen? Und nie ausprobiert. Lassen wir erstmal. Hätte ich jetzt ein bisschen was im Magen, da hätte ich vielleicht ausprobiert, aber. Oh, warte mal. Das ist eine Base. Alright, das ist aber. Markiere mir das mal. Ah, hallo? Ich will keine Markierung besetzen. Nein, kein Sturzflug bitte. Vielleicht sieht irgendwie verlassen aus, ne? Ich werde mir das merken. Hier. L11 in der Ecke. Aber ist nichts Interessantes. Da hinten ist ja meine Base. Blöd ist, jetzt wird es auch noch dunkel. Aber wie gesagt, ich muss eh kurz einmal zurück was essen.
bisschen ärgerlich. Nichts gefunden, Leute. Könnt ihr keinem erzählen. Echt gar nichts, ne? Das war ja auch eher... Also wie eine kleine Ruine, ne? Also da war jetzt nicht wirklich was gebaut. Vielleicht ob da gerade erst angefangen wird zu bauen. Könnte gut sein. Alright, dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal zurück. Aber schaut euch das mal von Weitem an, ey. Stellt euch vor, da wären jetzt noch schöne Türme drauf und sowas. Das wäre so geil. Wäre das mein kleines Paradies dort hinten. Aber gut. So ist es leider. So. Ab nach Hause erstmal. Dann müssen wir gleich nochmal einen Rundflug machen und überlegen, wie wir es am besten anstellen. Will ich mir vielleicht so einen kleinen Plan machen, wohin ich fliegen werde. Nein. Nein, 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 nein. Nichts gut, nicht gut gelandet. Boah, ist okay. Wie viel hat das Teil überhaupt? 6.900, aha. Alright. Gut, her mit dem Essen. Dankeschön. Kommen jetzt mal direkt was rein. Und nehmen dann nochmal ein bisschen Benzin mit. Oh, oh ja, doch, das reicht dann dicke. Es ist leider ein bisschen blöd, weil es dunkel ist, aber... Sollen wir mal gucken, hier so ein Screenshot machen, das ist leider ein bisschen dunkel, aber gut. So, rein da. Bam. Gut, let's go. Jetzt sag ich erst aber eben was, zack, zack. Immer schön in den Fahrzeugen machen, Leute, weil dann mampft ihr das relativ schnell. Ich wollte auch mal ganz kurz schauen. Jetzt konnte ich gar nicht richtig schauen, ob ich da Rüstung reinhauen kann, aber gut. So. Ach, ich wollte eigentlich markieren, wo ich lang möchte, ne? Ich würde sagen, ich kann irgendwie keine Markierung setzen. Ach so, ich habe zu viele gesetzt. Warte mal, wir hauen mal hier B's weg. Jetzt hier mal hier im B hin. Und ich weiß, dass ich dort hinten hin möchte. In die Richtung. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Interessantes entdecken können, Leute. Irgendeine Base, die es wert wäre zu raiden. Fragen über Fragen. Ich hoffe es doch. Wozu habe ich sonst den schönen Panzer gebaut, ne? Es muss sein. Ich habe gesehen, es waren... Weil ich den Server betreten habe, dass auf jeden Fall Leute online sind. Irgendwo müssen die sein. Irgendwo müssen die Halunken doch sein. Ich kann mich halt nur nicht so gut drehen im Heli. Wie ich gerne möchte. Aber gut, passt schon. Gehen wir mal ein Stückchen höher. Oh, jetzt fängt es wieder an zu rendern. Hängt es ein bisschen. So, wir waren ja ungefähr hier in dieser Area. Das heißt, wir sollten vielleicht hier so abfliegen. Fliegen wir erstmal zum B. Zur Markierung B. Die sieht aber auch ziemlich ruhig aus, Leute. Muss schon sagen. Ein schöner See. Könnte man sich eine kleine Blockhütte hinbauen. Entspannten Kaffee trinken. Aber Action ist hier nicht. Ja, deswegen, Leute, ich glaube, ich muss echt auf den offiziellen Server gehen. Weil mittlerweile würde ich sagen, bin ich schon so weit, dass ich sagen würde, ja. Ich weiß mittlerweile ganz gut, wie das Game funktioniert.
ich mir relativ schnell was aufbauen kann. Deswegen würde ich sagen, ist vielleicht ein PvP-Server, ein offizieller, gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das könnte interessant sein. Ich hatte hier schon mal was Nettes gebaut, da wurde ich aber relativ schnell geradet. Aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich sagen, dass ich mich schon relativ gut absichern kann. Und mit mehr Geschütztürmen und alles. Ja, doch, ich denke schon, dass ich da einigermaßen überleben kann. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch Bock von euch oder aus dem Discord mitzumachen. Dann könnte man vielleicht echt was Geiles bauen. Wer weiß. Wer weiß, Leute. Ich würde sagen, offizieller Server muss sein. War ganz geil, so mal zu spielen. Aber ich, keine Ahnung, ich will geradet werden. Ich will geile Festung aufbauen und geradet werden. So in der Base, nee, ne? Sieht nicht danach aus. Ja? Nee. Muss schon sagen. Was seltsam, wo sind die alle? Flieg einfach mal so ein bisschen hin und her, einfach mal schauen, vielleicht finde ich ja irgendwas. Aber bis jetzt tote Hose. Die scheinen irgendwo alle. Vielleicht sind die echt alle im Schneegebiet. Vermute, dass sie alle entweder im Schneegebiet sind oder hier so in dieser Area oder halt in der Wüste, ne? Aber ich war ja einmal in der Wüste gewesen, da hatte ich jetzt keine Base gesehen gehabt, da konnte ich nichts entdecken, Leute. Fragen über Fragen. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Alright. Oh, hier scheint echt tot zu sein. Ich flieg mal bis hinten an der Grenze von diesem Herbstlich. Oh, da unten ist ein Heli. Oh, 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 oh. Ganz schnell weg. Ich weiß nicht, ob hinterher mich Geschütztürme sonst abballern. Gut, ich glaube, ich habe mein erstes Opfer eventuell gefunden. Schauen wir uns das doch mal an. Ich würde sagen, ich lande mal. Und schaue dann einmal mit dem Fernglas einmal rüber. Sieht interessant aus. Sieht sogar sehr interessant aus. Das muss ich mal eben beobachten, Leute. Die wird er mir noch markiert auf der Karte, ja. Okay. Bauen wir mal. Das sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hinten ist die ja. Gehen wir hier auf den Hügel. Ich wollte jetzt nicht direkt so nah mit dem Heli ran, ne? Ich weiß, ob die Spieler hinterher online sind oder keine Ahnung. Okay, PvP-Schutz ist... nicht aktiv von 6 bis 8 Uhr. Keine automatische Wartung. Kann es sein, dass alles aus ist? Auch mit Solar, bisschen Windenergie. Okay. Hier Turrets, 3 Wutkanonen. Hier 5, 6, 7, 8, 9. Dann noch eine Luftabwehr. Ich könnte eigentlich easy von unten rein. Mehr oder weniger. Das sind auch normale Stahlwände. Von oben würde ich sagen, nicht wegen den Heli. Benötigt Strom, die sind aus. Oder? PvP-Schutz aktiv. Scheint so, als wären die aus.
Ich werde auf jeden Fall, das wird mein erstes Ziel sein, Leute. Ich gehe mal eben zurück zum Heli. Fliege da so ganz leicht rüber, einfach um zu schauen. Ach, warte mal, ich sollte mir das eher markieren noch, ne? Damit ich das nicht vergesse. Und wenn wir da morgen mal in der nächsten Folge angreifen, würde ich sagen. Ich denke mal heute nicht. Aber gut, dann haben wir endlich mal eine Base gefunden, ne? Die scheint nicht mehr aktiv zu sein, weil ich glaube echt, dass da kein Saft drauf war. Wo ist mein Heli? Ah. Ach, da ist er. Schauen wir mal, ne? Ja, aber die, wie gesagt, die können halt auch nicht so viele Geschütze aufbauen. Und mein Panzer könnte ich ja, glaube ich, gut durchbrechen. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Mir noch einen zweiten Panzer mache oder so, ich weiß nicht. So, ich fliege mal einfach mal drüber. Ich weiß, der könnte jetzt Schaden nehmen. Aber das ist ein Test. Ich kriege keine Schüsse ab. Das heißt, ich könnte mich auch von oben durchbrechen. Ich würde aber sagen, ich komme mit dem Panzer. Ich habe Bock, den Panzer zu benutzen, Leute. Nice. Das ist ja mein Ziel. Wir haben schon mal unser erstes Ziel. Das heißt, ich werde mich dann so ein bisschen vorbereiten. Ich nehme erstmal schwache Ausrüstung, würde ich sagen. Dann baue ich dann mir so ein kleines Lager davor. Fliege mit dem Heli rüber. Setze den Heli dann in diese provisorische kleine Base rein, falls ich sterbe mit Schlafsack, dass ich direkt wieder abhauen kann. Beziehungsweise nochmal eine kleine Ausrüstung mitnehmen, der zweite. Und dann würde ich sagen, haben wir unser erstes Raid-Ziel, Leute. Wir schauen mal, wie es so wird, ne? Brauchen auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Explosionskraft. Also, ich habe ja auch meinen Raketenwerfer, klar, aber eigentlich bräuchte ich so ein paar C4-Ladungen oder irgendwie sowas, ne? Muss ich mal schauen, ob ich nochmal davor ein Raid mache und ein paar Scherben, damit ich nochmal ein bisschen was erlerne. Aber die sieht doch akzeptabel zum Raiden aus, oder was meint ihr? Ich denke ja. Die Raid-Zeit habe ich auch. Das heißt, ich müsste. Ja, was mache ich denn am besten den Raid? Das ist ja nur morgens machbar, ne? Ah, gut, aber morgen ist ja Freitag, das heißt, wenn ich lange wach bleiben würde, also das heißt, ja doch, lange wach bleiben und dann im Spiel gehe, dann hätte ich noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten und könnte schön morgens früh raiden. Vielleicht machen wir was, Leute. Wir werden sehen. Warte, aber hier war jetzt nichts, ne? Hier ist eigentlich auch ein ganz cooler Ort zum Bauen. Hier, ach doch, guck mal hier. Ah. Die hat ein Geschütz drauf. Wo bin ich hier? Hier. J7. Okay, vielleicht Ra machen wir zwei Raids, Leute. Weil da sind irgendwie keine Geschütze drauf, ne? Das heißt, Ziel Nummer 2. Zwei Raid-Ziele haben wir ausfindig gemacht, Leute. Zum Glück habe ich nochmal geschaut. Das hat halt ein bisschen gedauert, bis die Base gerendert ist, ne? Interessant, interessant. Gut, dann haben wir heute leider nicht so viel Action, einen kleinen Rundflug, aber das macht nichts. Ich würde sagen, das war auch mal ganz nett, um einfach mal so die Gegend abzuchecken, wo etwas ist. Ich werde mir jetzt gleich noch schnell markieren, damit ich die Stelle definitiv nicht vergesse. Oh, nebelig. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen reinballern, ne? Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt bald mir noch einen zweiten Panzer mache. Für den Fall der Fälle. Ach, guck mal hier. Ist ja auch was, aber das ist schon komplett rot. Aus Holz auch nur. Na gut. Das brauchen wir nicht weiter beachten, Leute. Das kann man ignorieren. So. Dann sind wir gleich endlich wieder zurück. Oh, Benzin hat eigentlich ganz gut gehalten. Sehr schön.
So, ein bisschen steiler nach unten, ne? So, dann schauen, ob ich jetzt wieder gut landen kann. Aber mit den Türmen hier, die ich gebaut habe, ist echt schade. Muss ich schon sagen, finde ich sehr, sehr schade. So, landen wir mal. Sehr gut. Alles klar, Leute. Das war doch mal eine kleine Reise. Ich markiere mal eben J7, ne? Irgendwo hier war das, glaube ich. Ich muss mal Dinger hier rausnehmen, weil in die Wüste muss ich eh nicht mehr. J7 und E markieren. Gut. Alles klar, Leute. Wir haben 2 Raid-Ziele. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock auf den Raid habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.